Flux FM in digitaler Gesellschaft. So, habe ich die Haare schön? Sag doch mal schnell. Das sieht super aus. Ja, weil wir filmen ja wieder mit. So ist es. Das Ganze, was jetzt hier passiert, wird in wenigen Stunden im Online-Bereich zu finden sein. Und zwar auf YouTube. Ja, und das ist ganz lustig, weil wir heute eben auch über YouTube sprechen werden. Das hat gleich mehrere Meta-Ebenen, unser Gespräch. Vor allen Dingen, wenn man es dann auf YouTube guckt, aber dazu später. Seit geraumer Zeit, man hat es mitbekommen vielleicht, suchen Politik und Online-Unternehmen gleichermaßen nach Möglichkeiten, um terroristische Propaganda im Netz zu bekämpfen. Vor kurzem kündigte nun YouTube an, bei Suchanfragen nach Videos des IS und anderer terroristischer Gruppen künftig Playlists mit entsprechender Gegenpropaganda anzuzeigen. Ich muss fast schmunzeln, wenn ich diesen Satz lese. Aber ganz ernst. Es ist ganz ernst gemeint. Mhm. Diese Art der gezielten Manipulation ist der bislang letzte Schritt in einer langen Reihe von Maßnahmen, mit denen Online-Unternehmen Einfluss darauf nehmen, wer welche Inhalte im Internet zu sehen bekommt. Teils geschieht das Ganze ja freiwillig, teils aber auch auf Druck seitens der Politik. Und welche Fragen dieses Vorgehen im Einzelnen aufwirft, was das für unsere Grundrechte bedeutet und ob es überhaupt Sinn macht. All das wird uns Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft verraten. Ich habe es ja schon ein bisschen versucht zu erklären, was passiert bei YouTube oder was angekündigt wurde. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer aufdröseln? Was genau wurde da angekündigt und wie sollen die Maßnahmen, die angekündigten, funktionieren? Also YouTube möchte da auf eine Technik zurückgreifen, die ein Partnerunternehmen oder ein Teil des Google-Konzerns schon früher mal in Sachen Rechtsextremismus angewendet hat. Ja, dieses Unternehmen heißt Jigsaw. Was man da gemacht hat, ist, man ist hingegangen, hat die Suchanfragen von Leuten analysiert und geschaut, suchen die jetzt beispielsweise nur ganz allgemein nach Rechtsextremismus oder suchen die nach ganz spezifischen Publikationen oder so zum Beispiel. Mhm. Genauso könnte man sich das jetzt auch beim Terrorismus vorstellen, wird allgemein nach Terrorismus oder nach IS gesucht oder nach ganz bestimmten Publikationen des IS beispielsweise. Mhm. So, und je nachdem, in welche Gruppe die Algorithmen einen dann einsortieren, bekommt man unterschiedliche Suchergebnisse zu sehen. Nämlich bei den Personen, die sehr spezifisch suchen, da wird angenommen, aha, die möchten sich vielleicht radikalisieren. Also spucken wir denen jetzt Playlists aus mit, ja, Gegenpropaganda, mit Videos, die eben gerade erklären, warum es keine gute Idee ist, sich dem IS anzuschließen. Ja, und ich bin natürlich als jemand, der als Jugendlicher an der Karriere im IS interessiert ist, bin ich ja natürlich davon sofort überzeugt. Wenn ich die Gegenpropaganda sehe, dann denke ich mir, ach, IS ist doch nicht so geil, die Gegenpropaganda hat ein genauso schönes Video. Ja, das kann man sich in der Tat fragen, ob das überhaupt irgendwie wirksam ist. Ich glaube auch nicht, jedenfalls ist es nicht bekannt, dass da irgendwelche Studien gemacht worden wären, wie jetzt denn eigentlich so eine Gegenpropaganda tatsächlich wirkt. Man könnte ja auch annehmen, dass diejenigen Personen, die so gezielt nach Veröffentlichungen beispielsweise des IS suchen, sich auch bereits vorher radikalisiert haben und es eher als eine Bestätigung empfinden, wenn sie merken, aha, hier soll ich ganz offensichtlich jetzt manipuliert werden. Ich bekomme ja ganz andere Videos zu sehen, als die, nach denen ich jetzt gesucht habe. Ne, also bin ich wohl irgendwie gefährlich. Vielleicht suchen die sich noch in irgendeiner, fühlen die sich noch in irgendeiner Weise bestätigt dadurch. Also man kann wirklich in Frage stellen, ob das tatsächlich überhaupt irgendetwas gegen Radikalisierung bewirkt. Ja, im Gegenteil wird es wahrscheinlich so sein, dass es sogar unangenehme Folgen hat für die Normalbürgerin, den Normalbürger oder auch zum Beispiel für Journalistinnen und Journalisten. Mhm. Denn wenn man jetzt sagt, ich will zum Thema IS mal ein bisschen tiefer recherchieren als jetzt den IS-Wikipedia-Artikel. Genau. Dann wird es ja mit dieser Technik auch schon schwierig für Journalisten zum Beispiel. Eben, ganz genau. Denn das wird ja nicht irgendwie auseinandergehalten. Das würde wahrscheinlich auch relativ schwierig werden, für Algorithmen, das so genau auseinanderzuhalten. Und damit können es eben tatsächlich auch für Leute, die ein bisschen tiefer in ein Thema einsteigen wollen, sich genauer ein Bild machen, doch arg problematisch werden. Genau das. Ja. Welche Gefahren seht ihr sonst noch so von der digitalen Gesellschaft? Naja, also eine Gefahr, die darin liegt, ist, dass hier eigentlich eine Aufgabe, die eher so im Bereich vielleicht des Staates läge, plötzlich von einem Privatunternehmen wahrgenommen wird. Dieses Privatunternehmen unterliegt ja keiner Kontrolle. Also anders als beispielsweise der Staat, wenn er ein Gesetz macht, dann kann ich das durch das Verfassungsgericht oder durch den EuGH beispielsweise überprüfen lassen. Das geht hier nicht. Wenn so ein Privatunternehmen einfach eine solche Strategie sich ausdenkt und das macht, dann ist völlig intransparent, nach welchen Kriterien sie eigentlich genau vorgehen. Beispielsweise ist auch intransparent, wie sie überhaupt definieren, was eigentlich Terrorismus ist. Und man kann sich eben sehr leicht vorstellen, dass eine solche Manipulationsstrategie, nichts anderes ist es ja, einfach auch auf andere Themen und andere Inhalte ausgeweitet wird. Also beispielsweise G20 oder so. Suche ich allgemein nach G20, dann bin ich vielleicht irgendjemand, der sich da nur darüber informieren will. Suche ich ein bisschen spezifischer,
irgendwelche Begriffe, die mit der roten Flora oder so zu tun haben, dann bin ich vielleicht einer von den bösen Autonomen und kriege dann Gegenpropaganda zu sehen, die mir sagt, warum ich besser nicht... Just Sweet Auto. Ja. Zum Beispiel. Ja, also ja. Genau das. Also ist im Grunde, das Rad ist beliebig weiterzudrehen und beliebig zu erweitern auf irgendwelche anderen Inhalte. Man kann sich ja auch, was weiß ich, vorstellen, wenn das jetzt irgendwo in einem stark katholisch geprägten Land wie Polen oder so wäre und dann suchen Leute nach Informationen über Schwangerschaftsabbrüche oder so, dann könnte das passieren etc. pp. Also die Liste ist im Grunde unendlich erweiterbar. Jetzt ist YouTube aber, oder YouTube vielleicht im Speziellen, brauchen wir jetzt gar nicht so speziell rauszustellen, aber die Plattformen, die Social-Media-Plattformen und Anbieter von Online-Diensten, die machen das ja oft nicht freiwillig, sondern eben auf Druck von Institutionen. Genau. Und das ist ja dann besonders absurd, dass man quasi versucht, das Recht mehr oder weniger zu privatisieren. Exakt. Aber indem man eben auf diese privaten Unternehmen Druck ausübt, das Ganze dann ungefähr so zu gestalten, wie man sich das vorstellt, als EU-Institution zum Beispiel. Ja, genau. Und das gibt es sogar in institutionalisierter Weise auf EU-Ebene. Das ist das sogenannte EU-Internet-Forum. Das gibt es seit etwa 2 Jahren. Hört sich süß an irgendwie. Hört sich süß an. Da sitzen Vertreter der EU-Kommission und Vertreter von Europol zusammen mit den Vertretern von 5 sehr großen Online-Unternehmen, also unter anderem eben zum Beispiel Twitter und Facebook, Google und so weiter. Und ja, dann besprechen die halt, welche Maßnahmen sie ergreifen können, um beispielsweise terroristische Inhalte im Internet zu bekämpfen. Das war ursprünglich mal das Ziel. Aber relativ schnell, nachdem dieses Forum ins Leben gerufen wurde, ging es dann plötzlich auch darum, beispielsweise Hate Speech in sozialen Medien zu bekämpfen. Ja. Und da werden dann gemeinsam Strategien entwickelt, wie man dagegen vorgehen kann. Hintergrund ist natürlich, dass die Unternehmen sich sagen, naja, bevor wir jetzt eine gesetzliche Regelung kriegen, die dann eben auch hart durchsetzbar ist gegen uns, versuchen wir lieber mal so ein bisschen mitzuspielen und den Wünschen der EU entgegenzukommen. Dann vermeiden wir vielleicht, dass wir Opfer einer Regulierung werden. Und die EU auf der anderen Seite denkt sich, hey, das ist doch eine super Sache. Wir sparen uns ein langwieriges Gesetzgebungsverfahren, wo dann also auch zum Beispiel hier so NGOs wie wir oder die Zivilgesellschaft irgendwie Einfluss drauf nehmen könnte, die sie vielleicht am Ende noch zu einem Gericht tragen und dann wieder aufheben lassen etc. pp. Da einigen wir uns doch lieber auf der untergesetzlichen Ebene mit den Social-Media-Unternehmen beispielsweise und verabreden heimlich, das Ganze passiert nämlich völlig intransparent hinter verschlossenen Türen, wir verabreden heimlich, welche Maßnahmen die so machen, wie sie zensieren oder wie sie eben solche Gegenrede-Manipulationsstrategien implementieren. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt vorauseilender Gehorsam, sondern es findet hinter verschlossenen Türen durchaus statt, dass da Gespräche stattfinden. Ja, genau. Das, wie gesagt, es ist institutionalisiert in diesem EU-Internetforum und das ist völlig intransparent. Auch wenn Dokumentenanfragen gemacht werden, werden die entweder nicht beantwortet oder man bekommt seitenweise geschwärzte Dokumente zurück. Es ist also für die Öffentlichkeit überhaupt nicht einsehbar, was dort EU-Vertreter und Vertreter von Europol eben mit beispielsweise Social-Media-Unternehmen vereinbaren. Ja, da ist man ja ganz kurz vor der Verschwörungstheorie schon. Also wenn man das ein bisschen weiterspinnt, muss man ja dann auch denken, da sind unter sind schon ganz schön viele Informationen, die für mich relevant sein könnten, gelöscht worden. Ja, das könnte so sein, das weiß man halt nicht. Ja, das ist ein bisschen traurig, finde ich. Ich finde es nicht traurig, ich finde es ehrlich gesagt bestürzend und auch ganz schön, also beängstigend eigentlich fast, weil man eben, wie gesagt, gar keine demokratische Kontrolle mehr darüber hat und eben dann letztlich auch gar nicht weiß, welche Qualität die Informationen hat, die man dann auf den betroffenen Plattformen findet. Gibt es denn jetzt, wir haben ja schon davon gesprochen, dass quasi das Recht ausgelagert wird in den Bereich der privaten Wirtschaft. Gibt es denn aber unter Umständen auch Gesetze jetzt schon, die eben dazu führen, dass terroristische Inhalte gelöscht werden müssten? Und wäre das nicht vielleicht, also weil das ist ja oft so ein Punkt, auf den wir immer wieder zurückkommen. Ja? Die bestehenden Gesetze sind da, die würden auch greifen, man muss sie nur richtig umsetzen, man braucht keine neuen Gesetze, man braucht keine neuen Regelungen. Ist das hier auch wieder so? Naja, also es gibt die E-Commerce-Richtlinie, da steht eben drin, grundsätzlich sind Unternehmen, bei denen Inhalte von Nutzern aufgespielt werden können, für diese Inhalte nicht verantwortlich, solange sie keine Kenntnis davon haben, dass es rechtswidrige Inhalte sind. Und erst dann, wenn sie diese Kenntnis haben, dann müssen sie die eben entweder löschen oder sie haften dafür wie für einen eigenen Inhalt. Ja? Und in Deutschland haben wir seit kurzem dieses sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was diese Löschpflicht sozusagen nochmal verschärft und eben sagt, wenn du einen rechtswidrigen Inhalt, einen offensichtlich rechtswidrigen Inhalt nicht innerhalb von 24 Stunden löscht als soziales Netzwerk, droht dir ein Bußgeld bis zu 50 Millionen Euro. Ja? Diese Gesetze haben wir. Das Problem ist dabei, dass, sagen wir mal, wenn wir jetzt hier auf die Strafgesetze beispielsweise gucken, da ist ja dann wenigstens einigermaßen klar definiert, um was für Straftaten es geht. Wenn jetzt aber solche Unternehmen eben hingehen und außerhalb dieser gesetzlichen Vorschriften von sich aus einfach Inhalte löschen und sagen beispielsweise, wir löschen jetzt terroristische Inhalte,
dann ist es sozusagen in der Definitionsgewalt dieser Unternehmen, ja, was sie denn jetzt als Terrorismus ansehen und, ja, was nicht. Ja? Ja. Und dann kann es vielleicht auch sein, dass also irgendwelche Leute, die besonders kritisch gegenüber irgendeiner Regierung sind, vielleicht von dieser Regierung als Terroristen angesehen werden. Mhm. Und um dann eben keine Probleme mit dieser Regierung zu bekommen, sagt dann das Unternehmen, ja, sehen wir jetzt mal genauso, dass den Terroristen die Inhalte löschen. Ja, und unter Umständen läuft das Ganze ja dann noch über irgendwelche Bilderkennungssoftware. Das heißt, da musst du nur deinen Schal ein bisschen zu nah an der Nase dran tragen. Dann bist du unter Umständen auch schon als Terrorist gebrannt. Mal. Genau, das ist so ein Problem, sagen wir mal, wenn diese Erkennung von problematischen Inhalten rein über Algorithmen, ja, läuft, dann kann es eben auch zu solchen Fehlzuordnungen kommen. Tatsächlich ist es so, dass die großen Social-Media-Anbieter, also insbesondere Facebook und Microsoft, schon gemeinsam eine Datenbank betreiben, um solche terroristischen Inhalte identifizieren zu können. Sie sagen allerdings selbst, naja, das passiert dann nicht automatisiert, sondern diese Datenbank soll nur unseren Mitarbeitern dabei helfen, diese Inhalte zu erkennen, und die Entscheidung, ob die dann gelöscht werden oder nicht, treffen immer noch unsere Mitarbeiter selbst. Also das heißt, im Hintergrund gibt es offenbar schon eine ganze Menge Bemühungen, sagen wir mal so, diese Löschvorgänge so ein bisschen zu vereinheitlichen und Kriterien den Leuten an die Hand zu geben. Also man macht es noch nicht vollautomatisch, ja, ja, aber eben noch nicht. Was dann noch kommt, weiß man eben auch gar nicht ganz genau. Und ja, letztlich eben bleibt es dabei, es liegt in der Definitionsgewalt der Unternehmen, welche Inhalte sie jetzt als rechtswidrig und terroristisch einordnen, welche nicht. Nun sind terroristische Propagandavideos im Netz vorhanden und unter Umständen vielleicht nicht allein verantwortlich für die Radikalisierung von jungen Menschen, meistens jungen Männern, aber sie spielen vielleicht mit rein. Insofern ist es vielleicht schon was, um was man sich kümmern könnte, sollte. Habt ihr Gegenvorschläge, wie man sich um diese Inhalte kümmern sollte? Habt ihr eine Idee oder was schlägt die digitale Gesellschaft vor? Wie geht man mit dem Problem um? Na, das Problem sollte man tatsächlich bei der Wurzel packen und eben nicht nur sozusagen die Symptome bekämpfen. Es wäre sinnvoll, was gegen die Ursachen zu machen. Das heißt, man müsste eben mal der Frage auf den Grund gehen, was bringt denn eben jetzt junge Menschen dazu, dass sie sich terroristischen Vereinigungen wie dem IS anschließen? Was sind eigentlich die Hintergründe für Radikalisierung oder dafür, dass Menschen anfällig werden für extremistische Positionen? Und dem dann gezielt entgegenwirken. Also mit anderen Worten, da spielt Bildung eine Rolle, da spielt einfach die soziale Einbettung, die Frage, wie gerecht ist eigentlich diese Gesellschaft, eine Rolle. Ja. Also das sind eben viel, viel größere Fragen, die man dann eigentlich adressieren müsste. Und es scheint eben wesentlich einfacher, dann einfach den Deckel drauf zu machen im Internet und zu sagen, ihr bekommt jetzt hier alle bestimmte Inhalte nicht mehr zu sehen. Der Kollateralschaden, der dabei eben entsteht, wenn man so vorgeht, ist, dass letztlich für alle die Grundrechte in Mitleidenschaft gezogen, ja, werden. Also die Meinungsfreiheit wird genauso wie die Informationsfreiheit in Mitleidenschaft gezogen. Und das eigentliche Problem adressiert man nicht. Denn angenommen, ich gehe jetzt hin und lösche irgendeinen Inhalt. Es gibt keine Vorschriften darüber, dass dann die Social-Media-Unternehmen einen strafbaren terroristischen Inhalt zum Beispiel an die Strafverfolgungsbehörden melden müssen, damit die dann gezielt dem Ganzen auf den Grund gehen können und diese Person vielleicht einer Bestrafung zuführen können. Und genau darin liegt dann eben so ein ganz wesentliches Problem. Es ist alles einfach gar nicht zu Ende gedacht. Und solange man nichts gegen die Ursachen von Extremismus und Terrorismus beispielsweise tut, wird auch der Strom an neuen Videos nicht abreißen. Das, ja, Material wird immer weiterkommen, und das ist dann die Frage, in was für eine Situation bringt uns das? Wenn wir dann immer nur mit Zensur- und Manipulationsstrategien antworten, dann wird das irgendwann zum Dauerzustand. Ja, und das ist eine Downward Spiral. Man kann sich richtig vorstellen, dass das im Endeffekt auf lange Sicht gesehen unter Umständen eher dazu führt, dass noch mehr Leute sich terroristischen Vereinigungen anschließen wollen, wenn eine Gesellschaft immer unsolidarischer, unfreier, genau, und Informations... Genau. Also ich würde auch sagen, es ist der vollkommen falsche Weg. Und wie gesagt, wir müssten eben uns eher fragen, wie schaffen wir eigentlich eine Gesellschaft, in der so junge Leute wieder mehr Perspektiven haben, in der sie eigentlich gar kein Interesse daran haben, irgendwo hinzugehen, andere Menschen umzubringen etc. pp., sondern wo sie hier ein lebenswertes Leben und eine gute Perspektive finden. Und ich glaube, das ist eigentlich der beste Weg, wie man dagegen vorgehen kann. Das ist bei Weitem auch gar nicht so idealistisch, wie es sich anhört. Man müsste tatsächlich einfach nur mal damit anfangen. Mhm. Volker Tripp, ich nehme das so als Schlusswort. Gerne. Das hat mir sehr gut gefallen. Wer das Gespräch, das ich gerade mit der digitalen Gesellschaft beziehungsweise mit Volker Tripp von der digitalen Gesellschaft führte, nochmal nachhören möchte, der wartet noch ein Stündchen und geht dann. Ja, vielleicht auch bis morgen. Vielleicht auch bis morgen. Ich setze euch immer so hart unter Druck am Ende. 5 Minuten ist das Ding online. Knickknack, nee. Morgen Nachmittag von mir aus. Genau. Auf YouTube aber, das ist doch schön. So ist es. Mal gucken, ob es gesperrt wird. Flux FM. In digitaler Gesellschaft. Okay.